Herzlich willkommen bei NAFTA Racing. Heute spiele ich das T4 Game weiter und nehme dich mit auf eine Stage 1 inklusive Emo-Off, Löten, Diagnostik und natürlich Kennfeldbearbeitung in WinULS bei einem VW T4 2.5er TDI mit dem Modokennbuchstaben AHY, gebaut zwischen 98 und 2000. Zuerst zerlege ich das Steuergerät und führe eine Sichtprüfung durch. Oft ist der Schlauch des internen Ladedrucksensors undicht und porös, was dazu führt, dass das Steuergerät intern verölt. Hier sieht alles sauber aus, Schlauch ist gesund. Die Steuerung ist eine MSA15, zu erkennen an einem großen Zentralstecker und einem internen Ladedrucksensor. Sie ist der Vorgänger der EDC15 VM Plus. Hier also kein Flashen via OBD möglich. Was sind die Unterschiede der MSA15 Steuerung zur modernen EDC15? Wie gerade schon erwähnt, hat die MSA15 einen internen Ladedrucksensor. Das heißt, der Ladedrucksensor sitzt nicht irgendwo in der Ladedruckstrecke, sondern direkt im Steuergerät. Beide Steuerungen arbeiten bereits mit einem 16-Bit-Prozessor. Allerdings sind die Kennfelder hier noch auf ganze zwei 256 KB Speicher aufgeteilt, sogenannte OTPs, One-Time Programmable APROMs. Wie der Name schon sagt, können diese Bausteine nur einmal beschrieben werden. Erneutes Brennen ist nicht möglich, das heißt, du brauchst für eine Stage 1 neue EPROMs. Erstellst du mehrere Versionen während der Leistungssteigerung, ist jedes Mal ein neues Paar EPROMs fällig. Jeder Baustein enthält Kennfeld-Daten in 8-Bit, jeweils in der High- und Low-Variante. Für die Bearbeitung des Datenstandes füge ich beide 8-Bit-Datenstände zu einem 16-Bit-Datenstand im WinULS zusammen. Bevor es an die Speicherbausteine geht, prüfe ich das Steuergerät via VCDS. Dafür muss aufgrund der großen Stiftkontakte am Steuergerät mit einem Zwischenleitungssatz adaptiert werden. Dafür versorge ich die MSA15 mit Klemme 30 Dauer Plus, Klemme 15 Zündungs Plus und Klemme 31 Masse und verbinde mich mit der K-Leitung. Anschließend wird über ein Tricore-Kabel der VCDS-OBD-Adapter angeschlossen. Und los geht's. Ich prüfe die Kodierung, die Wegfahrspeicher, den Fehlerspeicher und natürlich den Ladedrucksensor auf plausible Werte. Für die Beschaffung der Daten löte ich im ersten Step die originalen EPROMs aus. Dafür erhitze ich den Bereich um das EPROM herum, ohne dabei die Platine oder benachbarte Bauteile zu beschädigen. Sobald es sich löst, hebe ich es mit einer Pinzette ab und dann geht's weiter mit Nummer 2. Wie oben beschrieben, ist es nötig, Informationen aus beiden Bausteinen auszulesen. Nach dem Entfernen der EPROMs geht's ans Reinigen der Lötstellen mit einem speziellen Flussmittel und im Nachgang ans Vorbereiten der Lötstellen für das Einlöten der Sockel. Die neuen EPROMs werden nämlich aus verschiedenen Gründen nicht mehr eingelötet, sondern ganz simpel nur gesteckt. Ein Vorteil davon ist die Möglichkeit des schnellen Tauschens. Um das möglich zu machen, löte ich vorher sogenannte PLCC-Sockel ein. Für jedes EPROM jeweils ein Sockel. Und so sieht das Ergebnis aus. Nachdem ich beide Bausteine mit dem Brenner gelesen und alles importiert habe, geht's nun weiter mit der Applikation des Datenstandes. Hier im WinULS bekommst du die Möglichkeit, dir ein paar der wichtigen Kennfelder anzusehen. Pärchenweise dargestellt erst original, dann als Stage 1 bearbeitet. Den Anfang macht Spannung. Sie regelt die Kraftstoffmenge über die elektrische Spannung. Als nächstes kommt die Rauchbegrenzung. Sie limitiert über die zur Verfügung stehende Luftmasse die eingespritzte Kraftstoffmenge, sodass man hier das Rauchverhalten definieren kann. Das Ladedruckkennfeld beschreibt den Ladedruckverlauf über die Drehzahl und die freigegebene Kraftstoffmenge. Limitiert wird das Ganze in der Ladedruckbegrenzung. Der Förderbeginn legt fest, wann eingespritzt wird.
in Grad Kurbelwelle vor UT und beschreibt somit auch indirekt das Ende der Einspritzung. Die Volllastdrehmomentbegrenzung limitiert die maximal eingespritzte Kraftstoffmenge in höchster Instanz inklusive Bauteilschutz abfallend über Atmosphäre. Das N75-Kennfeld ist zuständig für die grobe Ladedrucksteuerung. Die Feinjustierung findet über die PIT-Regler statt. Zum Schluss der Fahrerwunsch. Er beschreibt die Linisierung des Gaspedals. Ich bedate ihn linear und größtenteils proportional zur Volllastkurve. Nachdem alle relevanten Kennfelder im WinOLS angepasst und exportiert wurden, müssen diese Daten nun auf die neuen EEPROMs gebrannt werden. Der Datensatz wird aufgeteilt in eine High- und eine Low-Version. Nach dem Brennen geht's ans Basteln, Ausschneiden und Kleben. Denn im nächsten Step beschrifte ich beide Bausteine mit allen wichtigen Infos zu ihren Eigenschaften. Dazu habe ich vorher Labels ausgedruckt, klebe sie nach dem Ausschneiden mit meinen Wurstfingern an und kann dann die EEPROMs vorsichtig in die dafür eingelöteten Sockel einstecken. Wenn das vollbracht ist, zeige ich dir das fertige Ergebnis in Nahaufnahme. Das Störgerät und die Platine reinige ich zum Schluss, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen vom Flussmittel und Löten übrig geblieben sind. Jetzt geht's an die Wegfahrsperre. Da alle MSA-15 Störgeräte, die im T4 eingesetzt wurden, identisch sind, können hier ACV, AJT und AY Störgeräte untereinander getauscht werden. Durch Anpassen der Datenstände kann ich also jedes Störgerät transformieren. Dafür muss aber die EMU deaktiviert werden. Ich löte den Baustein auf der Rückseite des Störgerätes aus, lese ihn aus, identifiziere die beiden Strings, die hier die Bytes beschreiben, die geändert werden müssen, schreibe in einem beliebigen Hex-Editor die beiden Bytes um und brenne anschließend den Baustein mit den neuen Daten bzw. der deaktivierten Wegfahrsperre. Im Anschluss normales Prozedere wieder, Lötstelle reinigen, vorbereiten und im Anschluss dann den Baustein mit IMO-OFF wieder einlöten. Am Ende sieht das Ganze wieder aus, als wäre nie einer dran gewesen. Am Ende wird alles sauber zusammengebaut, beschriftet und beklebt und das Störgerät kann im Tausch in den Versand. Ich zeige dir jetzt die Leistung, also ein paar Daten zur Stage 1, die Kurven und das Ergebnis. Das Fahrzeug hatte Serie 151 PS und 295 Newtonmeter und hat nun gesunde 190 PS und 370 Newtonmeter. Der Kupplung und dem ZMS zuliebe habe ich untenrum das Drehmoment nur geringfügig erhöht und auch der Drehmomenteinstieg ist Newtonmeter genau an der Grenze des ZMS appliziert, damit keine unangenehmen Vibrationen im Antriebsstrang entstehen, wenn durch zu viel zu frühes Moment das ZMS auf Block geht. Alles wie gewohnt von der Qualität, mindestens auf OEM-Niveau appliziert, ganz individuell nach deinen Wünschen und Vorstellungen, passend zur Hardware. Bauteilschutz ist aktiv, AGR deaktiviert, haltbar auf Serienhardware und mit dem Benefit von bis zu 15% Kraftstoffersparnis. Das Ganze natürlich TÜV-ready. Auch die Diagnoselimits wurden erhöht.